Deutlich schneller als geplant konnten die Flüchtlinge, die noch am Montag der vergangenen Woche in der Turnhalle des Oberstufenzentrums Märkisch-Oderland untergebracht werden mussten, bereits am Freitag auf andere Gemeinschaftsunterkünfte verteilt werden. Grund dafür waren die schnelle Reaktion des Landratsamtes und eine ausreichende Anzahl an kurzfristig verfügbarem Wohnraum. Wir als Landkreis hatten ja von vornherein gesagt, dass die Turnhallenunterbringung nur kurzfristig stattfinden soll und nur übergangsweise und als Notlösung. Und es hat sich jetzt die Möglichkeit aufgetan, die Menschen hier in Wohnungen unterzubringen, über bereits bestehende Gemeinschaftsunterkünfte. Und da haben wir als Kreisverwaltung einen großen Kraftakt, aber auch mit den Willkommensinitiativen, Firmen vor Ort unternehmen können, um diese Notsituation vorzeitig zu beenden. Fühlen Sie sich besser, nach Neu-Hardenberg zu kommen, fragten wir einen Flüchtling. Vielleicht, aber möglicherweise fühlen wir uns besser, wenn wir ein Haus bekommen. Oder eine Wohnung? Ja. Am vergangenen Freitag feierte das Elektronikfachgeschäft TVH inzwischen mit neuem Inhaber sein 20-jähriges Bestehen. Mit bis zu 25% Preisnachlass auf viele Geräte konnten Kunden anlässlich des Jubiläums echte Schnäppchen machen. Auch die Stadt Seelow hatte Grund zu feiern. Das Stadt- und Schützenfest erlebte am zurückliegenden Wochenende seine 20. Auflage. Nach den offiziellen Eröffnungsreden gab es wie jedes Jahr den Freibieranstich. Ja, 20 Jahre Stadt- und Schützenfest, denke ich mal, ist für unsere ländliche Region hier Novum. Ich hatte es ja schon in der Eröffnungsrede gesagt, da ist alles im Ehrenamt erfolgt. Sicherlich kostet es auch Geld, aber die Organisation und die Durchführung dieser Veranstaltung hat sich immer ausgezeichnet, dass viele Vereine hier präsent sind. 20 Jahre Stadtfest und Schützenfest in Seelow zeigt auch, dass Seelow eine würdige Kreisstadt ist, denn ich sehe ja auch viele andere Städte im Landkreis und ich weiß, dass hier sehr viel auch durch die Bevölkerung getragen wird und die Stadt, wenn man von außen kommt, sieht man das nicht sehr oft, doch eine wirkliche innere Vitalität und Engagement der Menschen hat.